Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, heute fahren wir ein Auto, aber, und das ist kein Fake, das ist wirklich eine 25er Zulassung. Von hinten möchte ich es nicht filmen, weil der Besitzer ein Kennzeichen drauf hat, ein Mofa-Kennzeichen. Und das möchte ich jetzt einfach nicht verpixeln. Und jetzt schaut euch das mal an, das ist ein richtiges Auto, kein Moped-Auto, wie man es sonst von jedem her kennt, sondern das ist ein Fiat Punto, richtig? Richtig. Ein Fiat Punto, das sind alle Gänge gesperrt worden, außer 1 und 2 und der Rückwärtsgang natürlich. Das ist natürlich nicht Pflicht, oder? Doch, ist auch Pflicht. Wie kannst du das denn? Das stört mich nicht. Das ist Pflicht, seitlich? Ja, das ist Pflicht. Also beide Seiten? Ja. Aber das ist nicht Pflicht, oder? Kennzeichen vorne wurde mir damals die Polizei hingewiesen darauf, dass ich wieder ein Kennzeichen vorne hinmachen sollte, weil man es ja nicht weiß, ob dieses Fahrzeug angemeldet ist oder nicht. Okay. Dann habe ich eins dran gemacht. Dieses Auto habe ich mir damals geholt bei eBay, weil das Problem ist, ich habe Probleme mit dem Autoführerschein, habe mich erkundigt gehabt, habe mich auch schlau gemacht bei der Zulassung, bei TÜV, bei Polizei, ob ich dieses Fahrzeug überhaupt fahren darf. Man darf dieses Fahrzeug fahren. Kommt aber immer auf das Gebiet drauf an, wo es halt sich... Welche Region? Genau. Dieses Auto, so wie der Sammy schon gesagt hat, ist das Auto wurde gedrosselt auf 25 km/h. Maximal schafft es 30. Bin ich auch ehrlich da dazu. Sagst du uns auch, wie es gedrosselt wurde? Ja, kann ich auch machen. Es wurde elektronisch gedrosselt über das Steuergerät. Da ist noch ein zusätzliches Gerät noch verbaut. Kostenpunkt war fast, der Vorbesitzer hat knapp 8000 Euro bezahlt. Und wie gesagt, es gibt ja führerscheinfreie Autos, wenn man das Geburtsjahr hat. Und wie gesagt, ich darf es zum Glück noch fahren, weil ich habe noch rechtzeitig noch damals den Schein gemacht. Und ich muss sagen, schlecht ist es nicht. Man kommt trocken zur Arbeit und dies und das. Ansonsten ist es eigentlich wie ein ganz normales Auto. Es hat bewegliche Fenster, also das heißt elektronische Fensterheber. Lass uns mal rumgehen. Zeigen wir euch das mal kurz von innen her. Also dann spiele ich jetzt halt mal kurz den Moderator. Also wir... Viele kennen ja ein Fiat Punto, also ich habe die Klimaanlage, habe ich hier ganz normal ein aus, elektrische Fensterheber, Nebelscheinwerfer, Servo Plus. Ansonsten und, Radio, alles drin. Genau, mit Bluetooth, weil ansonsten, ja, natürlich hat es zu mir auch Kieser, haben sie natürlich ihre Warnweste dabei, bei der ersten Kontrolle natürlich, muss ich alles natürlich mitführen, weil ich bin in der STKVO, Straßenverkehrsordnung. Okay, dann sonst reiche ich mal weiter an das Semi und dann geht's los. So, eins möchte ich noch nachtragen. Ich kenne diese Mopeds-Autos, wie gesagt, auch normale Autos und nicht nur die sogenannten Moped-Autos. Aber da ist der Radstand hinten verengt und das zählt dann als Dreirad. Und somit können auch junge Mädels, sehe ich das oft, mit 16 dürfen sie das schon fahren. Aber der Besonderheit an diesem Fahrzeug ist eben, es ist 1:1 ein Auto. Eben wurde es mechanisch und elektronisch gedrosselt, aber von außen wären die Aufkleber jetzt nicht, dieses Nummernschild nicht. Für mich ist es einfach ein Kleinwagen, also ein Auto. Ja? Gut, und jetzt drehen wir eine kleine Runde mit dir. Natürlich nicht arg weit, weil ich hasse es, Auto zu fahren. Selbst nur als Beifahrer wird mir schlecht, als Fahrer wird mir auch schlecht. Aber eine kurze Runde drehen wir jetzt mal. Bis gleich im Auto. Ach, die Musik müssen wir aber natürlich stoppen. Sonst kriege ich Lizenzprobleme. Ja, dann fahren wir mal. Hier ist ja die Schaltung wie ein ganz normales Fahrzeug. Das Semi probiert mal später in den dritten Gang zu schalten, aber es wird nicht funktionieren. Ich gebe überhaupt kein Gas. Ich spiele gerade nur mit der Kupplung. Das ist ja genial. Ich fahre natürlich extra langsam. Es ist nicht mein Fahrzeug und ich muss es kennenlernen. Das Ding nervt mich. Oh ja, danke. Aber das ist echt nicht schlecht. Guck, dass du auch was siehst. Boah, mhm. Die Bremsen sind ja echt genial. Denk daran, dieses Auto hat sogar ABS, automatisches Blockiersystem. Alles klar.
jetzt. Aha. Also es ist total einfach. Ah, und Gas kannst du auch nicht durchdappen. Pass auf. Ja, ja, ich seh's. Ah, das hat was. Und wie gesagt habt, er fährt nur am zweiten Gang, weil der dritte, vierte und fünfte ist gesperrt. Kann ich da geradeaus? Eigentlich nicht, gell? Nein, nicht. Ha, geil. Ja, das ist so entspannt. Ja, natürlich ist es entspannt. Es ist natürlich auch für den Alltag natürlich auch nicht schlecht und alles. Wenn du einkaufen gehst, du hast, oh, das müssen wir noch zeigen, einen richtigen Kofferraum hat man. Man hat hinten, das zeige ich euch auch, noch normal zwei Plätze. Oh, ich sollte Gas geben. Ohne ein bisschen mehr rüber. Ja, es ist halt ein Auto, es ist halt viel breiter. Naja, ist im Gegensatz zu den Rollervideos mal etwas anders. Aber es ist komplett was anderes. Es ist halt, sage ich mal, ein Krankenfahrstuhl. Es ist ein Krankenfahrstuhl. Hast du auch eingetragen? Ja, ist aber eingetragen als Krankenfahrstuhl, ansonsten dürfte ich es auch nicht rechtlich auch nicht fahren. Ah, okay. Weil da kam irgendwie mal ein Gesetz raus, aber da müsste ich jetzt lügen, weil da wurde was geändert gehabt, weil es gab schon ziemliche Unfälle mit einer richtigen 25 km/h Autos, dass da viele Unfälle und alles gebaut haben und deswegen haben sie einfach gesagt gehabt, so, jetzt ist fertig. Und dann, wenn du einen Mofa-Schein hast, darfst du nur noch aktuell zwei Räder fahren. Aktuell zwei Räder. Und dadurch, weil ich ja schon den etwas früher gemacht habe, darf ich noch diesen hier fahren. Ja gut, wir zwei sind auch ein bisschen älter als die Jugendliche. Genau. In der Regel. Von daher haben wir ein paar Sonderrechte mehr. Genau, ich habe meinen damals, glaube ich, 97 habe ich meinen, glaube ich, gemacht. Okay, jetzt habe ich leider, glaube ich, mein Alter verraten, aber egal. Scheißegal. Aber naja. Auf jeden Fall, ihr seht gerade, der Sammy fährt wirklich, es ist kein Fake. Sammy, bitte aufpassen, rechts vor links, bitte. Ich weiß nicht. Aber alles im Blick. Das ist ja echt toll, man ist, draußen regnet es, man ist im Trocknen. Ja. Und ich bin so froh, dass das Auto gerade nicht so breit ist. Das fällt so viel leichter zu fahren, ich muss nicht aufpassen. Genau, halt gerade. Mal ganz kurz, wo sind wir gerade? Niederbühl. Jetzt musst du nach links. Nach da. Ah, ich weiß, wo wir sind. Erster Was? Gang. Wollte gerade sagen. Linker. Ich glaube, ich schalte zu früh, kann es sein? Upa. Upala. Ich habe zu früh geschalten, aber gell? Nein, nein, es war schon gut. Genau, rum. Perfekt, super. Wunderbar. Aber das gefällt mir wirklich. Man sitzt im Trockenen. Man sitzt im Trockenen und was ist los? Oh, Entschuldigung. Ja, man sitzt wirklich im Trockenen. Man kann sein ganzes Gepäck in den Kofferraum schmeißen. Man kann noch ein paar Freunde einladen. Aktuell nicht. Ja, wegen Corona, klar. Genau, aktuell wegen Corona. Zweitens ist es auch das Problem, normalerweise bei einem Moped-Auto, ist auch das Problem, dass du normalerweise bei einem Mofa-Auto darfst du nur zwei Personen mitnehmen. Genau, wenn aber das Fahrzeug ganz normale vier Sitzer hat, also das heißt, spricht sich die Hinterrückbahn und vorne auch, darfst du auch Personen auch mitnehmen. Wahnsinn. Ihr überlegt, ihr werdet früh Vater oder Mutter und dann habt ihr so ein Moped, also ein Auto, Moped-Auto, dann könnt ihr eure fast ganze Familie mit einpacken. Also ich feiere das Ding wirklich hart. Ich komme mir vor, als würde ich in einem ganz normalen Auto sitzen. Genau. Ich tue es ja eigentlich auch. Bloß es fährt halt nur 30. So wie es soll. Mit Gefühl. Ja, das hat mich ein bisschen... So jetzt. Der fährt mir voll auf da hinten.
Nein. Und brems. Etwas mehr Gas geben. Und jetzt Kupplung kommen lassen. Hoppala. Dumm gelaufen. Ja. Aber kein Gehupe von hinten. Finde ich toll. Gut, dann reiche ich euch das Semi wieder. Warte mal, wenn ich jetzt die Kupplung... Kupplung darf er bitte? Hab ich. Immer wenn ich anhalte. Gut. Jetzt darf ich? Jetzt kannst du runtergehen. So. Tauschen wir? Cool. Leute, so geil. So, jetzt möchte ich Beifahrer sein, um euch das mal so zu zeigen. Ui, ja, Beute. Ja, ich bin ein bisschen kleiner. Ja, ich muss. Aber ich bin. Ja, das ist der hintere Sitz. Übelst genial. Jetzt fahren wir nochmal zur Stelle, nochmal hin. Ich muss mich mal kurz anschnallen. Einfach krass. Also sowas finde ich wirklich nicht schlecht. Hat riesen Vorteile. Die bereits erwähnten sind klar. Aber mir fallen viel größere ein. Wenn man jetzt einen kleinen Trip machen möchte, ist so ein langsames Fahrzeug natürlich ein Teil Behinderung. Ja? Auch als auf der Straße ist man eine Verkehrsbehinderung, weil die Autos nicht so leicht an einem vorbeiziehen können. Allerdings, wenn man schon nur 30 fährt, können die Leute auf der Landstraße ganz schnell an einem vorbeiziehen. Nur in der Stadt finde ich es eine kleine Behinderung. Ja? Aber es ist offiziell zugelassen, somit ist es alles rechtens. So, jetzt fahren wir noch mal kurz zu dieser Strecke und dann sehen wir uns gleich wieder. So, eins, zwei, geht nicht mehr. Alles ist gesperrt, aber Rückwärtsgang existiert. Guck. Ja, aber fünf geht auch nicht. Geht alles nicht. Jetzt warten wir ganz. Und jetzt hat Rückwärtsgang unter, ganz normal wie bei Fiat. Rückwärtsgang. Ja, das ist so ein Knaufgang. Genau. Ja. Und guckt, da steht es wirklich. Und wie gesagt gehabt, eins, zwei, fertig. Und er dreht auch nicht ultra hoch, der bleibt im 2000er Bereich. Habe ich gesehen, 2,5 vielleicht höchstens. Richtig. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall ein riesen Fan von diesem Töff-Töff. Ich habe am Anfang gedacht, oh Jesus Gott, das Video nimmst du auf und daheim wirst du es löschen. Ich bin jetzt auf jeden Fall felsenfest davon überzeugt, dass ich dieses Video lieben werde und mehrfach anschauen werde. Ich hoffe, ihr könnt es auch ein bisschen feiern. Ich weiß, es ist kein Zweirad, gehört eigentlich gar nicht so richtig auf meinen Channel, aber doch tut es, weil es eine Mofa-Zulassung hat. Ja? Genau. Von daher, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal. Und viel ich Spaß. Bin im Trocknen. Noch Grüße. Viel Spaß euch noch.